Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es ein Tabak-Review. Viele von euch haben danach gefragt, der neue Flair-Tabak. Und deswegen werde ich den heute endlich mal für euch testen. Und zwar das erste Mal ein Live-Review. Wir sind gerade im Donnerstagsabend-Stream. Und wir haben den Tabak gerade ausgepackt. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal ein Köpfchen und gucken, wie der ist. Als erstes wiegen wir auf jeden Fall mal den Oblaco L leer. Wir haben hier die Waage am Start und der Oblaco L wiegt leer 211 Gramm. Dann packen wir die Waage wieder beiseite, da gucken wir gleich nochmal rein und rühren als erstes mal unseren Tabak um und wir gucken uns mal Schnitt und Feuchtigkeit von dem Flair-Tabak an. Also, das Erste, was auffällt, ist auf jeden Fall, dass wir fast keine Blattadern und Ästchen drin haben. Ich habe eine Blattader eben in der ganzen Dose gesehen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. So weit, so gut. Ist angenehm feucht. Okay geschnitten, aber da geht mehr. Aber Schnitt ist in Ordnung. Also Tabak haben wir umgerührt. Das heißt, wir können uns locker fluffig hier was auf unsere Gabelspitze packen. Und packen das dann auch direkt rüber in den Kopf. Das wird erstmal relativ hoch sein. Ich werde ihn dann noch ein kleines bisschen so ganz leicht unter den Rand komprimieren. Also ein kleines bisschen andrücken, wobei es halt nicht viel angedrückt wird. So, wir packen locker fluffig weiter hier den Tabak in den Kopf. Und das einmal die komplette Runde. So. Das sollte reichen. Jetzt verteilen wir das Ganze noch ein bisschen, dass es gleichmäßig im Kopf drin liegt. Wie gesagt, ich werde es so leicht unter den Rand bauen. Aber auch nicht krass andrücken. Das Ganze soll locker fluffig drin liegen. Und die Noppen sollen schön im Kontakt hängen vom Lotus 1 Plus. So, hier so Sachen, ne, wo das noch auf dem Rand liegt, das muss auf jeden Fall mit rein. Gucken auch, dass nichts zu nah innen am Funnelloch ist, sowas wie das hier gerade. Das wollen wir noch ein bisschen in den Kopf reinarbeiten. Und dann haben wir unser Köpfchen schon fertig. Hier hängt noch ein bisschen Tabak im Kopf. Das holen wir noch wieder raus. Und so sieht dann unser gebautes Köpfchen aus. Ja, so Sachen könnte man dann noch so ein bisschen, ne, kann man einmal so über den Rand gehen, gucken, dass da wirklich nichts drauf liegt oder dran liegt. So sieht der Kopfbau von dem Flair-Tabak aus. Wir sehen, Schnitt ist so mittel, ja, also weder sehr fein noch sehr grob. Es geht auf jeden Fall klar, aber nichts Besonderes, aber lässt sich angenehm bauen im Oblaco M. Wir haben jetzt ungefähr auf Randhöhe gebaut, sodass das jetzt mit dem Kalaut, der da drauf kommt, sehr, sehr angenehm zu rauchen sein sollte. Aber bevor der Kalaut drauf kommt, müssen wir auf jeden Fall nochmal wiegen, wie viel Tabak wir jetzt reingepackt haben. Zur Erinnerung, 211 Gramm hatten wir. Jetzt sind wir bei 32, das heißt, wir haben 21 Gramm drin. Das ist echt okay. So, die Kohle ist ready. Wir schnappen uns unser Köpfchen. Backen das aufs Pfeifchen. Kalaut drauf. Und dann packen wir da mal Kohle rein. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie Flair-Tabak geraucht. Also noch nie bei jemand anderem Flair-Tabak geraucht. Ich habe noch nie irgendeinen Flair-Tabak probiert. Ich könnte mich jetzt noch dreimal gleich ausdrücken, aber dasselbe sagen. Aber das mache ich nicht. Aber jetzt wird er warm. Wir nehmen mal den allerersten Zug von dem Elektrosmog Blue Magic. Okay. Erster Eindruck, keine klassische Traubeminze. Traubeminze plus Spezial, okay. Dann wäre mein Tipp für, was ist Spezial schon mal, Richtung Guave, vielleicht so ein Schuss Blaubeere. Blaubeere-Weintraube steht auf meiner Seite, okay, siehst du? Ja, also ich würde sagen, Blaubeere ist mit drinne. Nee. Traube ja, süß, gekontert von der Frische, wäre interessant, wie die das gemacht haben wegen TPD, ist auf jeden Fall eine Kühle mit dabei, aber schmeckt nicht nach einer wirklichen Minze, sondern eher nach einer Kühle und absolut keine klassische Traube, ja. Ihr habt auf jeden Fall einen sehr modernen Flavor,
Man schmeckt Traube auf jeden Fall raus als Main Flavor, aber man hat auf jeden Fall noch, ich würde sagen, dieses Spezial ist überwiegend eine Blaubeere und ich glaube, so eine leichte herbe Note von der Guave, würde ich jetzt sagen, vom ersten Eindruck. Wie gesagt, das sind meine ersten Züge ever von diesem Tabak. Ich würde behaupten, da ist auch noch ein bisschen Guave dabei. Der Tabak kostet übrigens 17,90 Euro für 200 Gramm. Ja. Dose ist ganz cool, ist eine leicht andere, ist hier so kantig und ist nicht so eine Standarddose, aber sollte mit dem Standfuß auf die Standarddosen packen. Man hat hier nur eine Folie drüber und dann liegt der Tabak direkt ready to smoke drinne. Das ist auf jeden Fall nice. Schließt auch gut, fühlt sich gut an. Also ich finde, es ist eine leckere Traube, eine angenehme Frische, die auch keinen Geschmack hat. Also es ist einfach nur ein bisschen kühl, aber schön kühl auf der Zunge. Ihr habt auf jeden Fall eine Blaubeere mit am Start und ich sage noch eine leichte Guave-Note, die da noch mit reinkommt. Rauchentwicklung, ne, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also brutal. Ja, ist okay. Sehr okay sogar. So, wir kommen noch zum Geruch vom Elektrosmog Blue Magic. Geruch ist auf jeden Fall viel mehr Traube am Start. Man riecht kaum Blaubeere und definitiv keine Guave raus, finde ich. Leichte Blaubeere, aber die Traube kommt viel intensiver im Geruch rüber, als sie im Geschmack ist. So, abschließender Ersteindruck von dem Blue Magic von Elektrosmog, aka der Flair-Tabak. Ist ein sehr angenehmer Tabak, kein klassischer Traube-Minze, aber schmeckt sehr, sehr lecker. Mit der leichten Blaubeere noch dabei, ganz nice. Und meiner Meinung nach noch so ein ganz leichter, herber Touch von der Guave, aber wirklich ganz, ganz minimal. Ich mag nochmal kein Guave, stört mich aber in dem Fall nicht. Also für mich ein nicer Tabak. Vielleicht sollte ich doch nochmal einen anderen von Flair probieren. Aber so viel auf jeden Fall zu dem Ersteindruck, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, live aus dem Stream, der erste Live-Test des Flair-Tabaks, dann sehr gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.